Kennst du das? Hunger und nichts im Kühlschrank? Jetzt aber schnell einkaufen. Wie kann das sein, dass weltweit über 820 Millionen Menschen hungern? Woran liegt das? Lebensmittel sind doch günstig zu haben. Stimmt, weltweit gibt es genug Nahrungsmittel. Aber viele Menschen bekommen kein Stück vom Kuchen ab, weil andere ihn für sich alleine haben wollen. Meist können sie dies durch ihre wirtschaftliche, gesellschaftliche oder politische Stellung auch durchsetzen. Das wird schnell deutlich, wenn man sich die Statistiken dazu anschaut. Rund 80% der Hungernden leben in ländlichen Regionen. Sie sind meist Bauern und Bäuerinnen und bauen auf ihrem Land Nahrung für ihre Familien und für lokale Märkte an. Jetzt fragst du dich bestimmt, wie das sein kann, dass Bauern und Bäuerinnen unter Hunger leiden. Das passiert zum Beispiel, wenn Regierungen ihnen verbieten, ihr Land weiter zu nutzen. Häufig wird das Land einflussreichen Agrarunternehmen gegeben, die für globale Märkte produzieren und ihre Agrarprodukte exportieren. Die Bauern und Bäuerinnen müssen dafür Teile ihres Ackerlandes abgeben oder sie werden auf unfruchtbare Böden verdrängt. Und ohne ausreichenden und guten Boden fallen die Ernten so gering aus, dass sich die Familien nur ungenügend ernähren können. Einer Bevölkerungsgruppe wird also Nahrung weggenommen und an Unternehmen verkauft, die damit Profit auf Kosten von Menschen machen, die sich nicht dagegen wehren können. Die Agrarunternehmen verschaffen sich so einen Marktvorteil und ihre Abnehmer freuen sich über niedrige Preise. Das Menschenrecht auf Nahrung besagt aber zum einen, dass niemand daran gehindert werden darf, sich selbst mit Nahrungsmitteln zu versorgen, und zum anderen, dass sich Menschen nicht auf Kosten von anderen Menschen ernähren dürfen. Ein anschauliches Beispiel dafür ist der Sojaanbau im brasilianischen Amazonasgebiet. Die Agrarindustrie holzt dort riesige Waldflächen für Sojaplantagen ab. Allein 2021 gingen über 13.000 Quadratkilometer des Regenwalds verloren. Das ist fünfmal die Fläche des Saarlands. Dadurch verlieren dort ansässige Kleinbauerinnen und Bauern oder indigene Gemeinschaften ihren Lebensraum und ihre Nahrungsgrundlage. Das Soja wird dann als Tierfutter für Hühner, Schweine und Rinder nach Nordamerika und Europa verkauft. Deutschland gehört zu den größten Importeuren von brasilianischem Soja. Agrarunternehmen können damit billig Fleisch produzieren, das dann bei uns im Supermarkt zu Rabattpreisen verkauft wird. Das ist aber nur auf Kosten von Kleinbauern und Bäuerinnen sowie der indigenen Gemeinschaften möglich, deren Recht auf Nahrung dadurch wiederum verletzt wird. Jetzt fragst du dich vermutlich, warum die Betroffenen sich nicht dagegen wehren. Sie tun das oft, aber sie werden von staatlichen Stellen häufig ignoriert. Manchmal reagiert der Staat sogar mit Gewalt auf ihre Proteste. Einige haben deswegen in den Industriestaaten, in denen das Soja verfüttert wird, Menschenrechtsorganisationen um Unterstützung gebeten. Eine dieser Organisationen ist das Food First Informations- und Aktionsnetzwerk, kurz FIAN. FIAN hat sich daraufhin gemeinsam mit Partnerorganisationen an die deutsche Regierung gewandt. Es darf nicht sein, dass Produkte in Deutschland verkauft werden, für deren Herstellung das Menschenrecht auf Nahrung von Bauern und Bäuerinnen sowie Indigenen in Brasilien verletzt wird. Denn Staaten sind verpflichtet, für die Verwirklichung der Menschenrechte zusammenzuarbeiten. Dafür gibt es seit Januar 2023 ein Gesetz, das sogenannte Lieferkettengesetz. Es soll dafür sorgen, dass Unternehmen aus Deutschland für Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden in ihren Wertschöpfungsketten zur Verantwortung gezogen werden können. Den Betroffenen in Brasilien könnte somit ermöglicht werden, deutsche Importunternehmen hier zur Verantwortung zu ziehen, wenn ihr Recht auf Nahrung oder andere Menschenrechte durch den Sojaanbau verletzt werden. Ein Beispiel, wie sich FIAN dafür einsetzt, wirtschaftliche, politische und rechtliche Ursachen von Hunger zu beenden. Wenn ihr mehr zu dem Thema und über FIAN erfahren möchtet, geht auf www.fian.de. Ihr findet uns auch auf Insta und Facebook.